Ich habe ja diesen Nachmittag ein bisschen, soll ich sagen, eine Komödie, eine Tragödie erlebt, nämlich dass Philosophen auftreten, die von sich selbst glauben, sie sind Physiker, und dass Physiker auftreten, die von sich selbst glauben, sie sind Philosophen. Das erschwert natürlich meine Aufgabe ein bisschen. Ich würde meinen, wir sollten davon Abstand nehmen, Aussagen darüber zu machen, was wirklich da draußen der Fall ist. Wenn wir davon Abstand nehmen, dann laufen wir in keine Paradoxa. Mhm. Haben wir kein Problem. Also irgendwie sehe ich da doch eine Parallele und dass da doch noch etwas hinter dieser Nichtlokalität steckt, was noch herauskommen könnte. Teleportation. Where one has to understand how it is that Alice can send to Bob, apparently a quantum state. The only way I can make sense of this, as other people have also said previously, you see that you look at the link where the Alice and Bob are connected, they're entangled, the quantum information link goes backwards in time. You could take that literally and say that the 1% is the classical world and the 99% is the quantum world, and the curtain is the is the reduction or collapse of the wave function, and the way to access it is through objective reduction or some other technique. Die Hauptdiskrepanz zwischen mir und Roger Penrose ist, dass ich nicht glaube, dass der Reduktionsprozess etwas ist, das stattfindet. The universe is extremely complex. Everything has many dimensions. Everything is alive. Everything has a spirit, and including rocks, winds, whirlpools. Everything is alive. It's an animistic universe, or not even universe. It's an animistic pluriverse. But I don't think I go that far necessarily. But it's only just to say that these truths are impersonal. And they're out there in the sense that they're objective things, which we may have access to. Das ist ein Solarroboter, der eben irgendwie so funktioniert, dass er dem Licht folgt und das Dunkle vermeidet. Ich frage mich, ob das nicht real ist. Also für mich ist das real. Most views of consciousness look at the brain as a network of neurons at this level, that each of these neurons would be the fundamental units. Mir scheint, dass die Naturwissenschaften nach einem Satz von Otto Rössler, den ich hier sehr gerne zitiere, für ganz wichtige Teile der menschlichen Erfahrung nicht zuständig sind. Das einzige Gefängnis, aus das man nicht fliehen kann, ist das Bewusstsein.